So, ich bin hier am alten ZOB in Heide und wollte mit euch mal über diesen interessanten Baum hier sprechen. Denn dieser Baum hier, der soll leider weg. Und Grund ist eine Hotelplanung hier an dieser Stelle. Da fand jetzt im Dezember und Januar die entsprechende öffentliche Auslegung statt. Das Problem ist, dieser Plan steht schon seit einiger Zeit immer wieder unter der Kritik. Allein schon hinsichtlich der Frage, ob die Stadt Heide wirklich dieses Hotel braucht, das hier hinkommen soll. Dieser Baum ist eine uralte, bedeutende Eiche und deshalb wäre es sehr schade, wenn diese Eiche quasi abgeholzt würde. Es ist nur schwierig, im aktuellen Planungsstadium, in dem sich der Plan schon befindet, noch groß was zu verändern. Traurig ist nur, dass während der Auslegungsphase ein Bürgerbegehren in die Wege geleitet werden sollte durch ein paar Leute, die das initiiert haben. Das aber von der Stadt abgelehnt wurde, beziehungsweise von der Kommunalaufsicht abgelehnt wurde, mit der Begründung, die Fragestellung, die hinter dem Bürgerbegehren steht, sei nicht eindeutig. Das Bürgerbegehren wurde aber erst 3 Tage vor Ende der Auslegungsfrist eingereicht. Und jetzt sagt die Stadt, ja, da können wir dann leider nichts machen. Ihr wart einfach zu spät dran. Aus stadtplanerischer Sicht kann ich das sehr gut verstehen. Aber aus moralischer Sicht, finde ich, ist das ein ganz schlechter Move. Denn im Endeffekt sollte Ziel einer Stadtverwaltung ja sein, im Sinne der Bürger zu handeln und nicht im Sinne von irgendwelchen Unternehmen, die ein Hotel hinbauen wollen. Meiner Meinung nach war es viel sinnvoller, diese Eiche zu erhalten und hier den ZOB quasi als Teil der Grünanlage, die sich ja hier hinter mir befindet, zu machen, in der sich auch der Wasserturm von Heide befindet.